Was bleibt mit dir als ein Geschenk, ein Segen? In diesem Leben und im nächsten. فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ. Deine Taten, sie bleiben mit dir. Sie schützen dich im Grab. Sie schützen dich auf der Brücke. Sie schützen dich am Tage des jüngsten Gerichts. Aber deine Familie, obwohl du sie geliebt hast, sie geschätzt hast, du hattest einen Draht zu ihr, sie verlassen dich. Oder dein Geld, du hast hart dafür geschuftet. Wie hart arbeiten wir für unser Geld? Wenn jemand 10.000 Euro verliert, was geschieht mit ihm? Hast du jemanden gesehen, der eine solche Menge Geld verloren hat? Was passiert mit ihm? Du siehst ihn und er ist wie abwesend. Er ist vollkommen zerstreut. Menschen sterben an der Börse, nicht wahr? Sie hören die Nachricht, du hast soeben 1 Million verloren. Buff, Herzstillstand und tot. Er stirbt vor Ort. Warum? Er hat so schwer für sein Geld gearbeitet. Hast du jemals eine Person weinen sehen in der Moschee? Was ist mit dir, Bruder? Er sagt, ich habe das Morgengebet verpasst. Menschen denken sich, hä? Er weint in der Moschee, weil er das Gebet in der Jamaa verpasst hat? Ja und? Wenn man ein Kind verliert, haben Leute Verständnis dafür. Wenn du dein Auto verlierst, haben Leute Verständnis. Aber wenn du das Morgengebet in der Moschee verpasst, was ist dabei? Weniger als 1% der Umma des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, beten heutzutage das Morgengebet in der Moschee. Weniger als 1% der Umma des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Was hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt? Er sagte, wenn die Menschen nur wüssten, welche Belohnung das Morgengebet und das Nachtgebet haben, würden sie kriechend kommen. Kriechend auf allen Vieren. Diese Dunya, vor der uns der Gesandte Allahs gewarnt hat, was sagte er darüber? Inna dunya hulwatun khadira. Diese Dunya, diese Welt, ist wahrlich grün und schön. Wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fanadirun kayfa ta'malun. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat euch Verantwortung in dieser Welt gegeben, um zu sehen, wie ihr euch darin verhaltet. Fanadirun kayfa ta'malun. Was ist der Rat des Propheten sallallahu alaihi wasallam? Fattaqu ad-dunya. Seid auf der Hut vor dieser Welt. Seid auf der Hut vor dieser Dunya. Lasst euch von dieser Welt nicht reinlegen. Geht der Dunya nicht in die Falle. Jeder fragt, was ist die Ausrede? Bei Allah, ich bin so im Stress. Ich habe wirklich gar keine Zeit. Was soll das heißen, du hast keine Zeit? Darum wurdest du erschaffen. Der Grund deiner Existenz ist, diesen Glaubenstest zu bestehen. Du bist hier, um Allah zu dienen, für seinen Dien. Und dann sagst du, ich bin im Stress, ich habe keine Zeit. Was ist los mit dir? Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran dazu? Ya ayyuhalladhina amanu, la tulhikum amwalukum wa la awladukum an dhikrillah. O, die ihr glaubt, lasst euch nicht ablenken durch euren Besitz und eure Kinder von Allahs Gedenken. Diejenigen, die dies tun, das sind wahrlich die Verlierer. Lasst niemals zu, dass euch eure Kinder und euer Vermögen vom Gedenken an Allah ablenken. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Und jene, die diesen Fehler begehen, das sind wahrlich die Verlierer. Allah benötigt uns nicht. Er subhanahu wa ta'ala benötigt keinen von uns. Wir brauchen Allah. Wir brauchen ihn, damit er uns hilft, damit er uns recht leitet. O Diener Allahs, es ist Allah subhanahu wa ta'ala, der im Hadith Qudsi sagt: Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar. O meine Diener, ihr sündigt wahrlich während des Tages und während der Nacht.
Und ich verzeihe all eure Sünden. So sucht um Verzeihung und ich werde euch vergeben. Allah sagt, O Sohn Adams, wenn dein Sündenberg so hoch ist, dass er den Himmel erreicht, stellt euch das einmal vor. Wie viele Sünden sind das? ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي Und wenn du Allah um Vergebung gebeten hast, غَفَرْتُ لَكَ وَلَا أُبَالِي wird dir Allah deine Sünden vergeben. Und für Allah ist es ein leichtes. Allahu Akbar. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون.